Und damit herzlich willkommen zur vorletzten Folge unserer F1-Manager-Karriere mit Alpine hier im F1-Manager 22. Noch zwei Folgen stehen bevor, drei Rennen, zwei gibt es in der heutigen Folge und zwar die in Mexiko und dann auch noch das zwei Wochen später hier in Brasilien, bevor es dann in der nächsten Folge das große Saisonfinale in Abu Dhabi geben wird. Da wird es dann, wie gesagt, eben nur dieses eine Rennen der Folge geben, die wird dann nicht ganz so lang. Und dann geht es am Mittwoch los mit dem neuen Spiel. Ich habe richtig Bock. Wir starten auch da natürlich mit Alpine rein, sonst würde diese ganze Saison hier keinen Sinn machen. Haben neue Fahrer, zumindest einen neuen Fahrer. Und es wird einfach extrem, extrem geil werden, dieses neue Spiel zu spielen. Ja, alle, die jetzt vielleicht auf Football Manager hier warten, das wird jetzt natürlich in den nächsten Wochen erstmal weniger kommen. Ne? Ist klar jetzt, Release-Hype vom neuen F1-Manager, da wird jetzt erstmal mehr das kommen. Aber keine Sorge, die Karriere, die läuft weiterhin, kommt jetzt in den nächsten Wochen nicht mehr so oft, aber sie kommt und das ist die Hauptsache. Uns erwartet ein Regenrennen hier in Mexiko. Das wird das Ganze nicht viel einfacher machen, aber ich glaube, für uns ist das nicht ganz schlecht. Wir waren pace-technisch zuletzt nicht ganz das schnellste Team, aber es war immer so hin und her zwischen uns, Ferrari und Red Bull. In Japan war, glaube ich, Verstappen schon der schnellste. Dann beim letzten Rennen in Austin war auch Red Bull etwas stärker als wir auch. Ja, wenn wir da gewonnen haben und von ganz hinten gestartet sind, aber das war alles wegen einer perfekten Strategie. Die Rennen davor war Ferrari das schnellste Team, dann auch wir teilweise in Singapur, also es ist echt sehr, 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 sehr eng zwischen uns dreien. Da vorne Mercedes ist ein bisschen zurück und für uns geht es darum, einfach in jedem Rennen jetzt noch ums Podium zu kämpfen, ne? Das ist das Wichtigste. Ich denke, dafür können wir auf jeden Fall die Pace haben. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein hier ins Q3 in Mexiko. Boah, alle haben hier gefühlt Quidstrafen, außer unsere beiden, Norris, Magnussen und Ricardo. Unfassbar. 15 Fahrer haben Quidstrafen, bedeutet, die sind eigentlich egal, man wird eh nicht weit nach hinten rutschen. Das bedeutet, wir müssen es eigentlich auch machen, ne? Das ist jetzt so die Frage. Sollten wir jetzt auch schon wieder Quidstrafen hinnehmen? Weil man hat es ja in den USA gesehen. Die Ferraris hatten da noch die alten Teile, wir Red Bull die neuen. Und wir waren einfach komplett überlegen. Auch wenn jetzt natürlich unsere Teile noch gut sind, ne? Das macht hier eigentlich keinen großen Unterschied. Wir lassen es. Wir machen keine Quidstrafen. Machen normales Qualifying und schauen mal, was bei rumkommt. Im Moment die Plätze 5 und 6. Allerdings Perez noch dahinter jetzt nicht mehr. Er verdrängt unsere beiden. Zumindest aber Bottas würde ich schon noch gerne schlagen wollen. Beide auch mit dem grünen ersten Sektor. Alonso auch grün im Mittelsektor. Was bekommt Esteban dorthin? Auch er ist grün. Es wird Verbesserungen geben. Wie stark sind diese Verbesserungen? Reicht es für Bottas? Alonso über die Linie? Ja, auf 5. Und jetzt Esteban Ocon. Schafft er auch den Finnen? Jawohl, er schafft ihn auch. Die Plätze 5 und 6. Die dritte Startreihe eigentlich. Durch die Quidstrafen wird es wahrscheinlich 1 und 2 werden. Allerdings, ja, haben wir halt diese vier schnellen Fahrer hier direkt hinter uns. Das wird schwer, die zu besiegen. Auch wenn es ein bisschen Chaos geben wird durch den Regen. Die Strategie ist einfach mit den Mediums bis zum Regen zu fahren. Der kommt circa zur Hälfte des Rennens. Ist dann aber auch schon vor Ende des Rennens wieder weg. Also es wird auf jeden Fall ein bisschen Chaos geben. Ich denke nicht, dass die KI mit den Mediums fahren wird. Die werden mit den Softs starten und dann halt den Boxenstopp machen müssen. Wir werden einfach sehen müssen, was dann letzten Endes die bessere Strategie ist, ob es unsere ist oder ob die KI dann mit den Softs wahrscheinlich die bessere Strategie hat. Mal schauen. Das Ziel ist schon hier, um das Podium zu kämpfen. Die Pace ist zwar echt nicht perfekt und eigentlich nicht genug, um eben am Ende auf dem Podium zu stehen. Aber wir schauen einfach mal. Rein geht's ins Rennen. So, die erste Starter ist unserer, danach schon die beiden Red Bull, dann aber ein paar langsamere Autos. Die Ferrari ist sehr weit hinten, also es scheint hier wieder mal ein Kampf gegen die Red Bull zu werden. Was klingt für ein Start bei beiden ein ganz guter? Es scheint erstmal, die ersten beiden Plätze scheinen es erstmal zu bleiben und übrigens auch die KI dahinter. Alle auf die Mediums, bis auf Ricardo, aber der ist eh nicht so unser Gegner. Ocon innen. Oder doch Alonso außen. Ocon war für eine kurze Zeit vorne, jetzt scheint es aber doch Fernando erstmal vorne zu halten. Oder der hat jetzt eigentlich die bessere Linie mit dem besseren Ausgang aus der dritten Kurve. Ja, Alonso doch ziemlich weit vorne. Aber dahinter Perez vor Verstappen. Das wäre sehr gut für uns, weil Perez hat im Normalfall nicht ganz die Pace, die ein Verstappen hat. Das ist aber weit und Rad und auch zwischen uns drin. Und Ocon jetzt wieder vorne. Wer kommt hier oben auf, raus aus diesem Duell? Mal schauen, es ist tatsächlich Esteban Ocon vor Alonso, dann Perez, dann erst Max Verstappen. Ein sehr, sehr guter Start für uns, weil Perez eben nicht ganz so schnell ist. Wir sind aus dem DRS raus von Perez. Der wird jetzt aber Probleme haben gegen Verstappen. Ja, und Verstappen schon vor auf 3.
Der wird rangeflogen kommen. Es scheint so, als hätte Perez nicht ganz die Pace. Allerdings wird er jetzt dranbleiben können an Verstappen. Und dann wird er hier auch mit nach vorne kommen. Ah nein, Perez wieder vorbei, während Alonso jetzt sich auch mal die Führung schnappt. Die Pace ist aber gut. Die Pace ist richtig gut. Das gefällt mir richtig gut hier. Es scheint so, als könnten wir wirklich die Pace von den Red Bull mitgehen. Entweder die gucken jetzt halt ein bisschen nach ihren Reifen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die hier großartig schneller können. Jetzt war Verstappen mal sehr schnell. Naja, jetzt ziehen sie so ein bisschen an, aber auch nicht wirklich doll. Also das ist schon in Ordnung hier. Verstappen ist halt echt schnell, ne? Solange Perez davor ist, ist alles in Ordnung, aber sobald Verstappen davor ist, dann kommen die wieder ran. Und das ist halt oft der Fall. Das wird ein Vierkampf hier um den Sieg. Sie sind fast im DRS drin. Sehr, sehr spannend, was hier passieren wird. Unser Reifenverschleiß einmal mehr etwas schlechter als der Konkurrenz. Perez kommt langsam, aber sicher auch wieder ran an uns drei. Also, und auch Bottas, ne? Auch Bottas hat eine echt gute Pace jetzt. Die Ferrari ebenso. Das ist noch nicht durch. Oh nein, wir haben das DRS auf Verstappen verloren, fällt mir gerade auf. Jetzt bricht die Pace gerade aber komplett zusammen. Was ist denn jetzt los? Wir fahren plötzlich 25er-Zeiten. Hä? Das, na jetzt, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich wegen Latifi, den wir überrunden mussten. Der hat uns anscheinend ordentlich Zeit gekostet. Sehr, sehr bitter. Und die Ferrari haben eine richtig gute Rennpace. Die Ferrari sind hier die schnellsten auf der Strecke. Vor allem Charles Leclerc. Der kommt hier wirklich in 7 Meilenstiefeln. Wie man so schön sagt, von hinten ran. Das wird... Oh, na, Safety Car. Safety Car. Und jetzt ist die Überlegung wert, weil es gleich regnen wird, schon auf die Intermediates zu gehen. Der Regen kommt in 4 Minuten und dann wird es auch relativ schnell schon nass, die Strecke, ja. Das muss man jetzt eigentlich machen. Man muss eigentlich direkt jetzt für Inters reinkommen. Was macht die Konkurrenz? Die Ferraris sind drin. Auch Bottas ist direkt reingekommen. Was machen die? Die gehen nochmal auf Slicks. Die gehen nochmal auf Slicks, aber wir müssen es eigentlich, wir müssen es machen mit Inters. Wir gehen auf die Inters und schauen einfach mal, was das jetzt hier wird. Das ist jetzt ein Risiko, aber das könnte hier belohnt werden. Alle anderen bleiben auf den Slickreifen. Alonso gerade so vor Bottas wieder auf der Strecke. Das ist wichtig. Jetzt ist halt die Frage, wie schnell, ja, werden jetzt die Inters schlechter hier? Wie schnell gehen die Prozente weg? Warum? Warum? Hä? Wir wurden jetzt... Was ist das denn? Die haben uns jetzt alle überholt hin am Safety Car. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, also das ist ja die größte Verarsche. Aber jetzt regnet es und jetzt werden alle reinkommen müssen. Aber die gehen für Full Reds hinten. Da werden die doch bald wieder stoppen müssen. Das verstehe ich nicht. Aber sollen sie mal ruhig machen. Ich glaube, wir haben hier die beste Strategie. Übernehmen die Plätze 1 und 2. Ricardo direkt dahinter. Die sind jetzt natürlich mit den Full Reds schneller. Ne? Das ist erstmal klar. Aber, tja, die müssen ja nachher eh wieder auf Winters gehen. Ne? Ich verstehe jetzt wirklich nicht, was das hier soll. Okay. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mann, warum? Wir verlieren 30 Sekunden in 5 Kurven oder so. Das macht ja gar keinen Sinn. Das macht ja gar keinen Sinn. Was ist das denn? Das wäre, als wenn wir hier auf Slickreifen wären, dann würde ich es verstehen. Aber wir sind ja auch auf Regenreifen sozusagen. Ja, okay, Rennen ist vorbei. Wir haben das Rennen komplett ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Bodenlos, aber das macht ja gar keinen Sinn. Also im Real Life würde man da nicht in einem Sektor 30 Sekunden verlieren oder so. Das ist mal klar, ne? Nur, dass er mich ja auch versteht und nicht denkt, ich bin komplett dumm. Aber das macht ja wirklich null Sinn. Es macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Wir sind jetzt 40 Sekunden hinterm Feld. Punkte sind wahrscheinlich weg. Ein Podium sowieso. Ach, Mann. Ja, aber es ist mein Fehler. Ich habe die Strategie so ausgesucht und es war einfach schlecht. Muss man dann letzten Endes so sagen. Ein Safety Car. Ein Safety Car. Wir sind noch am Leben in diesem Rennen. Wir sind noch am Leben. Aber jetzt machen wir das, was ich vorhin schon machen wollte. Wir gehen jetzt auf Inters, weil die Strecke wird immer schneller. Also halt, ne? Immer weniger Wasser auf der Strecke. Das müssen wir jetzt tun. Die anderen kommen noch nicht rein. Wir machen das natürlich. Ich hoffe, dass wenn dann das Safety Car wieder in die Box fährt, dass dann die Strecke schon bereit ist für Inters. Wir werden sehen. Es ist natürlich wieder Risiko. Ich hoffe, dass diesmal belohnt wird. Eine Runde macht es noch. Bedeutet, bis dahin sollten wir am Feld dran sein. Und es ist wirklich fast Zeit für die Inters. Nicht mehr viele Runden. Kommt das Safety Car schon rein? Nein, noch eine. Okay, dann sind wir jetzt auf den richtigen Reifen. Und alle anderen haben ein dickes, dickes Problem. Es sieht gut aus für uns. Kommt es jetzt rein? Ja, es kommt rein und alle in die Box, außer Leclerc, Perez, Tsunoda, Russell, Norris und unsere beiden natürlich auch nicht, weil wir haben schon die richtigen Reifen am Auto und wir können jetzt hier dieses Rennen doch wieder gewinnen. Was ein Chaos. Wie viele Richtungsänderungen gab es denn hier bitte?
unfassbar. Erst habe ich gedacht, das könnte hier ein Sieg werden. Dann sah es nach einem Podium aus. Dann sah es nach gar nichts aus. Und jetzt sind wir auf Kurs Doppelsieg. Und das Gute ist, Hamilton hält die anderen noch so ein bisschen auf. Und Hamilton hat hier keine Pace an diesem Wochenende. Zumindest nicht die Pace, um uns zu besiegen. Das sieht man hier. 18. pro Runde langsamer. Jetzt allerdings Verstappen durch, aber trotzdem 20 Sekunden. Ich weiß ja nicht, ob er das noch holt. Wir können auch pushen, weil gleich die Slicks hier schnell sind. Oh, wir müssen stoppen. Ist es jetzt schon Zeit für Slicks? Ich glaube noch nicht. Wir machen noch eine Runde. Wir müssen jetzt kein Risiko mehr eingehen. Wir können jetzt so ein bisschen gucken, was die anderen machen und dann einfach reagieren. Dennoch würde ich jetzt gerne mal schon Alonso und Ocon beide reinholen. Für die Softs bis zum Ende des Rennens. Oh nein, ich glaube, ja, Ocon macht noch eine Runde, aber das ist auch nicht so schlimm. Die anderen kommen jetzt auch schon alle rein. Verliert halt ein paar Sekündchen. Aber ich glaube, Alonso hätte er hier eh nicht besiegt. Wir sind auf Kurs. Erster Doppelsieg der Karriere. Beim drittletzten Rennen der ersten Saison hier in Mexiko nicht mehr viele Runden zu gehen. Natürlich jetzt sehr, sehr entspannt hier alles. Seitdem wir auf die Inters gegangen sind. Wir haben Fehler gemacht in diesem Rennen. Allerdings haben wir auch gute Sachen gemacht. Dementsprechend am Ende dieser Doppelsieg mit einem 25 Sekunden Vorsprung. Sogar 26 von Alonso auf den dritten. Ocon natürlich ein bisschen weiter hinten durch die etwas schlechtere Strategie. Aber das ist egal. Alonso gewinnt. Ocon auf der 2 sein nächstes Podium. Ich glaube, der dritte Saisonsieg jetzt für Alonso. Der erste Doppelsieg. Der Wahnsinn. Ich wollte um Podium kämpfen in den letzten drei Rennen. Wir haben jetzt schon einen Sieg. Und wir haben noch zwei Rennen vor uns. Mal schauen, was noch so gehen wird. Aber diese Saison ist einfach nur extrem geil. Ah, hier Alonso. Nur noch 30 Punkte hinter Verstappen. Na klar, es sind nur noch zwei Rennen. Aber vielleicht mit ein bisschen Glück können wir da noch auf Rang 3. Das wäre schon Wahnsinn, wenn er das irgendwie schafft. Drei Siege. Genauso viel übrigens wie Verstappen. Also, ja, unfassbar. Nach den ersten Runs sind es hier die Plätze 4 und 6. Verstappen jetzt davor, allerdings nicht weit. Verstappen können wir vielleicht besiegen mit Alonso. Und ich würde auch gerne Ocon noch vor Hamilton bekommen. Gelingt das? Nein, leider nicht. 7000stel. Die Pace ist also hier echt nicht besonders gut. Wir haben zwar minimale Upgrades bekommen ans Auto für Seitenkästen und die Aufhängung. Allerdings halt wirklich nur minimal. Also das wird keinen Unterschied machen. Und man sieht es auch, ne, jetzt die Pace ist ein bisschen schlechter. Also im Vergleich zu Mexiko noch. Aber wir sind absolut dabei. Ne? Unsere Rennpace ist ja eh meistens etwas stärker. Zumindest mal ein bisschen dranbleiben an Red Bull und Ferrari ist ja schon das Ziel. Die Mercedes werden nach hinten gehen mit Quickstrafen. Mal schauen. Die Plätze 5 und 6, also auf jeden Fall mal halten im Rennen und mit Ausblick nach vorne, sagen wir es mal so. Auch in diesem Rennen soll es wieder regnen und auch diesmal versuchen wir mit den Slick-Reifen bis zum Regen durchzufahren. Dafür müssen wir zwar die harten Reifen nehmen, das bedeutet, die Pace wird hier am Anfang echt schlecht sein, aber wir sollten dann eben keinen Boxenstopp machen müssen, bis der Regen kommt. Die KI wird das machen mit den meisten Autos, dementsprechend könnte das hier echt gut werden. Mal schauen, wir gehen rein ins Rennen hier in Sao Paulo. Perez, glaube ich, auf der Pole. Vor Leclerc, sehr überraschend, dass es der Mexikaner hier schafft. Unsere Fahrer in Reihe 3, die Mercedes, weiter hinten auf 9 und 12. Mal schauen, ob die uns hier im ersten Stint bekommen werden. Natürlich kein guter Start auf diesen harten Reifen. Bottas direkt mal mit dem Versuch gegen Ocon. Er hat jetzt die Inside dort gegen unseren Fahrer. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus für Esteban, ja, der jetzt im Windschatten von Alonso sich davor behaupten kann. Leclerc hat sich die Führung geschnappt. Dahinter keine Veränderungen. Unsere Fahrer weiterhin auf 5 und 6. Also absolut guter Start auf diesen Reifen. Ne? Dass wir hier keine Plätze verlieren, ist sehr, sehr stark. Alonso hatte einen Unfall mit Max Verstappen. Hat jetzt leichten Frontflügelschaden. Ist halt die Frage, ne? Wollen wir ihn jetzt reinholen? Aber dann können wir eh nicht bis zum Regen fahren. Oder was machen wir jetzt? Das ist die große Frage. Das macht halt unser komplettes Rennen hier schon wieder kaputt. Ne? Wir müssen aber... Wir werden ihn nicht fahren lassen. Wir können uns mal die Pace jetzt angucken in der nächsten Runde, aber ich denke nicht, dass das noch gut ist. Ich denke schon, dass wir ihn reinholen werden müssen, den Fernando. Er hat übrigens auch noch eine 5-Sekunden-Strafe, wie man hier unschwer erkennen kann. Wir schauen uns mal an. Ocon mit 20-1, 36-4, 20-2, 36-3. Es geht, okay. Es geht, die Pace ist noch da bei Fernando, allerdings ist natürlich jetzt hier das Rennen schon echt, es sieht nicht gut aus, wir sagen es einfach mal so. Sainz war in der Box, wie weit ist er hinter Ocon? Es sind 13 Sekunden ungefähr. Die wird er zwar wieder sich rausfahren können, aber dann werden wir absolut dabei sein im Kampf um den Sieg. Mal schauen, was es hier wird, das kann echt richtig gut werden, ne?
wenn die sich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen betteln. 11,5 Sekunden, Alonso ist hinter Vettel jetzt. Der ist also echt sehr, sehr weit hinten dran. Ne? Wir müssen uns das mal angucken. 34 Sekunden hinter Ocon und dazu noch die 5 Sekunden Strafe. Also das wird hier gar nichts mehr für Fernando, das ist klar. Der Regen soll gleich kommen und Ocon führt dieses Rennen weiterhin an. Wir haben Ocon hier in den Kampf um den Sieg mit reingebracht mit dieser Strategie, mit den harten Reifen bis zum Regen durchfahren. Sainz ist zwar jetzt fast schon dran, aber am Ende dieser Runde wird es anfangen zu regnen hier in Sao Paulo, hier in Interlagos. Es wird sehr, sehr spannend. Komm, wenn der Regen jetzt noch kommt, können wir direkt stoppen, weil ansonsten glaube ich nämlich, dass Sainz direkt vorbeigeht. Ja, aber jetzt regnet es auch schon. Ist jetzt die Frage, Full Reds oder Inters? Ich würde Inters hier sagen. Es ist zwar, denke ich, hier in diesen Punkten immer Full Reds Zeit, aber dann geht es doch länger in diesen Bereich, wo dann die Inters schneller sind. Also würde ich denken, direkt rein für Inters bei Ocon, bei Alonso natürlich dasselbe. Reparieren wir jetzt den Frontflügel, ist die Frage. Wir müssen eh noch die 5 Sekunden Strafe absitzen. Ja, machen wir es einfach. Machen wir es einfach. Frontflügel reparieren bei Alonso. Mal schauen, wo der denn rauskommt. Das wird wahrscheinlich so hier hinten bei Russell irgendwo sein. Weil er halt auch noch die Strafe mit absitzen muss. Also das wird echt kritisch für ihn. Sehr, sehr schnell die Strecke nass. Der Regen setzt richtig krass ein hier. Und ja, jetzt ist schon fast ein Millimeter. Jetzt ist eigentlich schon Zeit für die Inters, wenn Ocon auf der Strecke ist. Ist jetzt im Moment Platz 6 hinter Bottas und Hamilton. Und jetzt kommen auch die anderen rein. Verstappen an der Box. Alonso natürlich auch. Gasly, Joe bleibt draußen. Sehr, sehr interessant. Und mal schauen. Jetzt die Sektorzeiten dann im Mittelsektor. Was fahren die vorne? Eine 43,9. Was fährt jetzt Ocon, der hinter Hamilton und Bottas festhängt? Wird also auch nicht schnell sein. Nee, und er hat viel Zeit verloren hinter den beiden. Ocon ist weit hinter Carlos Sainz. Allerdings werden Leclerc und Perez weg sein, weil die sind immer noch auf der Strecke und verlieren richtig viel Zeit. Ja, guck mal. Die sind jetzt dran. Also Sainz ist dran. Ocon ist auch gleich schon dran an den beiden. Die haben extrem viel Zeit verloren hier. Unfassbar. Und Alonso ist in den Punkten. Leclerc und Bottas müssen wieder rein. Was hat Leclerc gemacht? Die hatten irgendeinen Unfall oder so. Und Alonso vor auf 8. Und er hat hier eine gute Pace. Das war schon mit Frontflügelschaden so. Also Punkte ist jetzt das Ziel natürlich mit Alonso. Hier Platz 6. Mehr wird nicht gehen. Die da vorne sind echt weit weg. Aber Platz 6 muss er sich jetzt eigentlich holen. Safety Car ist draußen. Ist jetzt die Frage. Nochmal einen Stop für neue Inters. Ich glaube, wir haben schon die Zeit. Ja, Ocon hat echt viel Vorsprung. Alonso zwar nicht. Den werden wir nicht nochmal reinholen können. Aber mit Ocon holen wir uns frische Inters ab. Na gut, ist auch die Frage, kann man mit diesen Inters bis zum Ende durchfahren? Ich glaube nämlich nicht, ne? Nee, dann holen wir auch Alonso natürlich rein. Dann kommt auch Fernando rein am Ende dieser Runde. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt dann eben durchfahren können mit diesem neuen Satz Inters. Ocon übrigens auf 3 wieder auf der Strecke, Alonso auf der 10. Und im Normalfall oder im Optimalfall eher, müssen wir jetzt keinen Stop mehr einlegen. Ist halt die Frage, es könnte reichen. Es könnte wirklich reichen bis zum Ende. Das wird sehr, sehr interessant, was hier noch so passiert. Reicht die Pace, um hier vielleicht den nächsten Sieg zu holen? Das Rennen wird wieder aufgenommen. Wir stellen alles ein. Das könnte der nächste Doppelsieg hier werden. Ne? Kommt auch drauf an, wie Alonso sich jetzt anstellt im Verkehr. Aber es sieht doch wieder echt gut aus mit beiden. Ocon führt und hat die frischen Inters. Ocon ist schnell. Ocon kann dieses Rennen hier gewinnen. Alonso vor auf 7 ist dran an Hamilton und Leclerc. Ist eigentlich auch schnell genug, um vorbeizukommen und ist auch vorbei an Leclerc. Hamilton auch gar kein Problem. Nein, Ocon! Nein, Esteban Ocon. Und jetzt müssen wir doch wieder auf Alonso hoffen. Ich habe gedacht, das ist der Tag, an dem Ocon sein zweites Rennen in seiner Karriere gewinnt. Aber nein, jetzt sieht es echt schlecht für ihn aus. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht mal ein Podium werden. Weil Verstappen jetzt gestoppt hat, deutlich frischere Reifen hat und schon direkt dahinter ist. Ist das bitter. Er versaut es sich absolut hier selber. Und für Fernando ist jetzt eigentlich hier nichts mehr im Weg. Der kann jetzt dieses Rennen gewinnen. Fahren die hier wirklich bis zum Ende? Leclerc, Gasly und Russell könnten hier Ocon das Podium zunichte machen, weil die bis zum Ende fahren. Aber Perez, wie schnell ist denn bitte Sergio Perez an diesem Wochenende? Ist ja Wahnsinn. Der nimmt Verstappen hier eine Sekunde ab. Jetzt nur ein Zehntel, aber trotzdem. Perez schneller als Verstappen an diesem Wochenende. Ocon muss vorbei an Gasly und Russell. Ansonsten ist Perez vorbei an ihm und das ist jetzt auch schon passiert, oder? Ein richtiger Kampf zwischen den beiden, die jetzt beide schon vorbei sind an Pierre Gasly, aber nein. Perez ist vor unserem französischen Fahrer. Für Alonso sieht alles gut aus. Nur noch 3 Runden, wenn er über die Linie kommt.
Und für Ocon wird es hier wahrscheinlich Platz 6 werden, weil Verstappen auch noch vorbeigehen wird. Zwei Siege in einer Folge, das hatten wir noch nicht. Fernando Alonso gewinnt auch in Brasilien. Es ist der dritte Sieg in Folge, nachdem er ja auch in Austin beim letzten Mal gewonnen hat. Unfassbar, sein vierter Saisonsieg. Ocon am Ende auf der 6. Die ersten 6 Plätze, also mal wieder nur wir, Red Bull und Ferrari. Es ist schon Wahnsinn, wie wir drei uns jetzt am Ende dieser Saison hier herauskristallisiert haben als die Top-Teams. Ocon hat sich hier den Sieg absolut selber kaputt gemacht. Das wäre ein komfortabler Doppelsieg geworden, hätte er diesen Fehler nicht gemacht. So ist es leider nur Platz 6 für ihn. Sehr, sehr bitter. Nur 8 Punkte. Damit wird er auch Hamilton erstmal nicht haben. Aber beim nächsten Mal in Abu Dhabi 4 Punkte Unterschied. Das kann er schaffen, während Alonso vorbei ist an Perez und noch 15 Punkte hinter Max Verstappen ist. Das wird schwer. Den holt, dann muss er eigentlich auch gewinnen und hoffen, dass Verstappen maximal 6. wird. Ah nein, 5. kann er auch werden, weil Alonso hat ja mehr Siege. Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann beim Saisonfinale in Abu Dhabi wieder. Vielleicht können wir ja auch dieses Rennen noch gewinnen. Das wäre schon echt Wahnsinn. Und selbst wenn nicht, ist es halt so, ne, wir haben jetzt 4 Rennen gewonnen, 3 in Folge. Also die letzten 3 Rennen haben alle wir gewonnen. Und auch der Sieg davor in Singapur, halt nur ein Rennen dazwischen noch, zwischen eben Austin und Singapur. Also echt unfassbar, ne? Was wir für eine zweite Saison hingelegt haben, auch in Monza war es ja fast so weit, da hätten wir auch schon fast gewonnen. Eine extrem geile Saison, die wir beim nächsten Mal noch krönen können. Mal schauen, was geht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Wie gesagt, ab Mittwoch gehen wir rein ins neue Spiel. Das wird richtig geil. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.